Willkommen bei Dreckstart, der Lützburgischer Gaming Show auf YouTube. Wir werden euch ab und zu alle Sonntag um 19:30 Uhr heute begrüßen. Und an der Woche gehen die Videos all Tag über Videospieler und über Nachrichten darüber und so weiter. Bei mir begrüßen euch heute den Hinkel, den Jimmy und den Mike Orlowski. Hey, hey, hey. So, was sind dann eher Aufgaben hier im Channel? Können die Leute direkt erklären? Naja, meine Aufgabe wäre PC-Gaming sind, das heißt Reviews machen. Gameplay machen, Playthroughs, und so ein bisschen überhaupt, was kommt gerade neu aus dem PC raus, was gibt es aktuelle Sachen, noch was geschieht bis zu unten. Cool, cool. Ja. Jimmy, siehst du? Ja, yeah, cool, Jimmy. Ja. Und Mike? Ich werde Konsolen machen, das heißt, ich meine allgemein PS4, ich meine Xbox 360, alle Konsolen, die wir kennen, habe ich viel gesehen, eine Menge Videos präsentieren. Präsentieren und spielen. Ne? Spiele. Natürlich. Voilà, und ich bin der PJ, ich werde euch auch über PC-Spieler hauptsächlich informieren. Voilà, da kommen wir zu unserem ersten Beitrag und das ist auch schon ein bisschen hier. Wir wollten euch aber auch ein bisschen weisen, was dann eins most anticipated Games sind, die auf der E3 des Tour 4 gestartet werden. Viel Spaß! Ah, da sind ja wirklich verbunden dabei, ja? Ja, so also das ist wirklich mehr. Ja, mehr also, was ist dein Favorite? Mein Favorite? Ich weiß nicht, ob ich gerade so mein Favorite, ich muss sagen, ich habe schon so ein Main Favorite. Ja, das ist definitiv. Also ganz viel, ganz oben, natürlich. Fallout 4 als PC-Gamer. Ja, definitiv. Dann direkt von den Drohnen aus bei mir natürlich Horizon. Oh, auch wenn ich nicht für Konsolen zuständig sind, mehr. Das war eine große Überraschung. Das war ein Horizon. Ja, das ist etwas Neues. Ja, das ist echt cool. Das ist ein Boost. Ja, aber Horizon war ein Horizon. Ich bin einfach, dass das einfach etwas Frisches, das etwas Neues in das Spiel, was ihr noch nicht kennt. Nicht absolut. Nur The Fate of the Nation, sondern drei von High. Das ist einfach neu. Und das freut mich auf einmal, um zu sehen. Und das von Guerilla Games, die für drun. Red Faction, ne? Nein, nein, nein. Das war. Ich wollte alles. Wie ist denn die Konsole, PlayStation exklusiv Shooter? Dingens. Killzone. Killzone. Killzone ist die von Guerilla Games. Das ist hier echt neue IP, die sie machen. Dafür war es noch mehr überraschend, wo den Trailer auch gegangen ist. Jetzt so, was machen die da? Ja. Das war schon wirklich wasch. Wirklich mehr geil. Und dann natürlich. Battlefront. Oh ja. Battlefront natürlich auch. Viele reden, die Leute da sitzen. Nee, das ist nicht so das. Oh, da. Mehr ist das egal, okay? Ja. Ja. Mehr ist das egal, das Spiel, das wird geil. Ja, das ist definitiv, ich gesagt, definitiv gut. Yes. Ja. Weil ich fand, also für mich auch, da findest du so natürlich, all die Spiele, wie man auch sieht, sind ziemlich cool. Hat ich auch gut von tun aus Mass Effect für mich persönlich. Ja, Mass Effect. Ja, auch. Oh, ja. Das ist für mich so.
Das ist auch mein Favorite, muss ich sagen. Das ist schwer, aber was mir gefehlt war No Man's Sky, worauf ich mich auch mehr freuen kann. Ja. Ich bin ein bisschen Sci-Fi-Fan. Ja, natürlich. Ja, zumal, weil natürlich auch ungekündigt ist, dass das für PC auch wieder rauskommt, nicht just für PS4. Das wäre schön. Definitiv. No Man. Nur mein Sky, aber was war noch, ich habe mich nicht so genau, was hat schon noch einen Sinn? Battlefront. Ja, natürlich. Doom sei doch ziemlich geil. Doom ist cool, ja. Also Doom gesehen, geil. Ja, war ein Klassiker. Das war eine kleine Überraschung für mich. Ich wusste nicht, dass du darüber wetten eine Person. Ja, ich will nicht sehen, Doom, nein, Doom. Ich hatte mir auch Angst, dass es nicht brutal genug vielleicht wäre, wenn man auch noch nicht so wäre. Du hast Angst, dass es brutal genug wäre. Nee, das ist brutal genug. Ja, so Doom und dann so, oh, schon brutal genug. Ja, und das Doom. Ja, das war, das war. Für alle immer so cool, bei Doom auch zu sehen, weil Doom 1, dann 2, ja, Klassiker, die man ja kennen. Und dann könnte Doom 3, so ein Sprung an der Grafik, das war ja die Zeit von 30, und hast du auch schon gesehen, wow, das war eine neue Referenz. Und da können Doom fair in dem Sinn. Die sind schon so ein Sprung gemacht. Die sind schon so ein Sprung gemacht. Und das ist so mega krass. Definitiv. Sie wissen einfach, wie es lebt. Ja. Okay. Und dann, ob der E3, ich wollte noch so, weil ich schon eine kleine Überraschung für euch, okay? Ja. Nämlich, neueste News, Bethesda holt vier Gäste ein Gameplay-Video von Fallout 4 rausgebracht. Und den wollte ich zusammen nicht gucken, weil ich weiß, der hat ihn noch nicht gesehen. Und ich habe ihn gesehen. Und ich habe gesagt, okay, okay. Das ist schon dabei. Ja, ich meine, dann mal. Vielleicht noch gesehen sein, das ist absolut nein. Okay, so weit war. Du hast schon gesehen, ob der E3 da drüben. Ja, und nicht mehr E3 da. Just in Reis. Nein, das ist ja noch drauf, gell? Ja, pass auf, du, pass auf. Der Titel ist Dschungel. Ach, ich bin schon so schon einfach schon. Ja, der ist ultra cool, eigentlich, definitiv. Auch die Leute, die jetzt über Grafik so eine Spende, die haben wahrscheinlich nicht viel Runden in anderen Fallout gespielt. Nee, das böse aus, das tut mega. Das ist ein großer Sprung. Ja, zum Beispiel. Ich stelle dir vor, du hast wirklich Special Edition Cover und du kannst wirklich zu meinem Handy. Das fand ich cool, das Mann, ja. Ja. Schüss, das Drehchen nicht geht, dann so. Ja, das ist schön, das ist schön. War das schwer, dass du ein Handy mehr allein schon, dass du dein Handy holst. Ich meine, dass du nur kannst, ohne im Spiel, dass du kannst schnell ausstellen, dass das aber nicht funktioniert. Das ist top. Das ist schwer, aber immer statt zu gucken, ja. Ja, nicht. Dann einfach. Dann tue ich das, weil er nach dem Spiel. Ja, ja. November. Das ist noch so lang. Egal, das war viel mehr lang, wie ich gefallen hat, dass nach dem Dorf, wie es das Spiel reinkommt. As I live and breathe! Oh, it's really you! Codsworth? Nein, ja. You're still here. So, but, dein Geld lieber, dass other people still be alive hat, too. Nur das Spiel stimmen wird. Das ist auch viel kontrovers. Ich habe drei nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe viel nur geguckt. Bei Mr. No, wo ich gespielt habe, ich bin dabei. Food? Ich bin schon 50-50. Ja. Das ist schon cool, weil es neu ist. Ne? Ich bin schon ein bisschen mehr für die Geschichte und so, ich kann da ein bisschen mehr Emotionen nehmen. Ja. Ja. Ich verstehe aber ganz gut die andere Seite, wo Leute so ein. Du sind nämlich ich. Du hast deine Stimme von einem Mann. Ja, und plus war doch vielleicht kein Sinn. Du hast ja gesagt, du hast das der Mann hat, kannst du den Optionen auswählen, was du willst. You wanna come with me, Pa? Was dann zum Beispiel, du willst einfach, let's go. Und jetzt seht ihr, ich hab's ganz anders. Typisch, immer bei diesem Spiel. Ja, voilà. Und da warst du auch meist gekommen, was du sehen siehst. Das wurde ich doch gut. Ah, stimmt. Cool. Sehr munter. So, ich. Das ist das Schlimmste, Stuart. Du sagst im Trailer, siehst du, oh, du hast das Spiel, das wird erkascht. Du sagst im Trailer, oh, nee, du wirst erkascht. Ja. Oh, ja.
Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. Preston Garvey. Yeah, as you can see, we're in a bit of a mess here. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Well, we do have one idea. De Division. Ja. Immer wenn man da rein von Gründen, ich freue mich hier los. Ja, aber ich will auch immer verrückeln, auch verrückeln, auch verrückeln. Und dann bin ich mich verrückt. Ja. Also, das ist etwas, was ich bei Fallout mehr, mega cool von tun. Dass ich so tun, mein, das könnte noch, das könnte du gleich rein. Und das fand ich, das war schade. Sowieso allgemein muss ich so von nicht. Sony hat eine von den besten Präsentationen aus der OP3 auf Bethesda zum Mut, dafür, dass es hier echt war. Die war fantastisch. Ich habe vorhin noch gesehen, weil sie schon Runde so gefahren. Ja, ja. Und also war echt direkt. Und als kleine Leckerbissen haben dann die App Fallout Shelter in der Schmerz. Schön das gespielt, das war okay. Das ist eine App, die spielst du eigentlich. Ich habe eine Woche gespielt. Und du hattest alles, ich war weit genug. Und ja, da war es so weit passt, dass du wirklich. Alles schießt nach zwei Mal baut, weil bis dann eins nicht. Ich bin zwar cool, also ich finde mich auch nicht. Wir wissen aber, dass die App schon seit letztem Jahr auf sich bei Ihnen am Studio schon fertig war. Ja, so. Ja, aber sie hatten sich schon fertig. Mir ist es auf der letzten Reihe nicht gewesen, weil sie wussten, okay, die Leute warten alle gefahren. Ja, ja, schon lange. Von mehr nur das Toten teilweise. Da geht es da, da geht das Gehirn los. Natürlich, natürlich. Du hast gesagt, okay, wir haben das dann einfach ein Repertoire. Ja. Und da haben wir Fallout auch können schon. Ja, das war ich meine, man hat noch als klassische Lecker, wie es noch dabei. Das war ein gutes Video. Voilà. Ja, war gut, dass du den gehabt hast, weil ich meine, sonst wäre die Hälfte so Box gegangen. Ja. Ich finde, wir kommen zu unserer ersten Sektion von der Sendung. Ja. Voilà, wir kommen bei News. News, okay. Die erste News dann. MMO-Fans dürfen freuen, Skyforge, ein Spiel entwickelt von einer anderen Obsidian Entertainment. Als seit dem 16. Juli an der Open Beta. Ummelden könnt ihr erst auf der offiziellen Seite und auch downloaden könnt ihr auch hier. Wir blenden erst die Seite rein, ein bisschen an. Voilà, ja, an dem Spiel, du spielst da ein Gott und der könnt Verehrer kreieren und der möchte das am Anfang ihrer Level. Es gibt ein Level an dem Spiel, mit der geht immer mehr prestigiös und dann wird er weiter. Ja, aber ich beschreibe mal das Black and White. Das ist aber gut. Nein, im Unterschied, das halt das relativ Sci-Fi umgehängt. Ah, okay. Also, der sieht, ja, also ich, du stirbst als Mensch am Anfang von der Geschichte und du kannst dann, du bist dann nur ein Immortal. Nein, du kannst rennen als ein Nachgott. Du kriegst direkt von Anfang gesagt, du warst aber nicht allmächtig, du warst aber immortal, du warst unsterblich. Und die Leute auf der Erde,
die Bieden und dich, und da kriegst du Messagen, wusstest du dann, was sind die Questen. Ah ja, okay. Okay. Oh, das ist cool. Kann auch die Obers beim Bett sitzen. Genau, wann ich gelieft nach, dass die Aliens, die gerade heim sind, verschwunden, und dann ist das dein Job. Ah ja, okay, das klingt schon mal cool. Das klingt interessant. Das klingt schon mal auf einen Google gucken. Voilà, als nächstes Thema. 2009 als Spiel auf den App-Marché gekommen, das für viel Wirbel gesorgt wird, und zwar Angry Birds. Okay, gib mir die News. Angry Birds! Ja, seitdem kommen ja regelmäßig Aufstände immer neue Editionen raus, ja, so wie Star Wars, ja, Angry Birds. Ja, 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 mit Pigs, Pretty Pigs. Voilà, voilà, ja, und sogar Angry Birds RPG. Also, ja, das haben wir auch gespielt, aber nicht schlecht. Ja. Sie hatte viele Züge am Angry Birds. Ja, ja. Also, das hat sie so, okay. Das war auch amüsant. Ah, ja, natürlich, natürlich. Ganz natürlich. Das ist ein Spiel. Ja, ja, ja. Das ist wirklich voll nach der Klammer. Ja, und sie ist von überschwemmt, ist natürlich noch ein Spiel. Ja, voilà. Beim Ufer bist du gespielt, das kann noch. Aber News? Dann fährt im Spiel ein. Mit News sind, dass der Developer von Angry Birds da nur angekündigt wird, dass den 30. Juli des Jahr, das ist ja nur schon gespielt, den offiziellen Nachfolger, das heißt Angry Birds 2, rauskommt. Mit der Tagline Bigger, Better, Birdier. Die sind immer gespannt. Die werden sie vielleicht von neuen Mechaniken so, dass sie da bringen. Ja, aber erst immer, dann müssen wir Jimmy Review drüber. Ah ja, dann Jimmy, du musst noch, ne? Denk auf, geil. Das ist ein Review, die das machen, ne? Das, Jimmy, du weißt das für den nächsten Review. Ja, da hast du ein Jimmy sein Job. Ja, ich meine, ich bin mal rum. Voilà, dann nach dem nächsten Thema. This War of Mine. Also ein Spiel, das seit November 2014 auf PC raus ist. Das als Logo gekündigt gehen, der 14. Juli, dass das wird für iOS und Android Tablets wieder rauskommen. This War of Mine, also ein Survival-Spiel, das ganz ohne Zombien rauskommt, mal zur Office-Lemanke. Du spielst eine Gruppe von Leuten, von Zivilisten und einen Krieg. Du kriegst du just am Hintergrund mit, aber du kriegst die Auswirkungen vom Krieg, mit denen musst du leben. Ah, ja, ja. Das ist alles ganz rar, Essen, Verpflegung, Gemengen und so weiter. Und ich finde das auf sich langgestellt. Und du hast ein Haus, ein Safe House, ja, was du nur kannst upgraden, Sachen bauen, Zimmer beibauen und so weiter, Bäder, Fitzschlafen, alles Mögliches. Ja, das ist das, was du am Dauern spielen musst. Und wenn man nicht könnt, dann schickst du eh von dem Team fort auf andere Plätze, für dann Ressourcen zu sammeln, Essen, Sachen zu bauen und so weiter. Und dann triffst du auf Leute, auf NPCen, einst so freundlicher, mit denen du kannst handeln, einst du auch nicht so freundlicher oder so ein bisschen verreckter, die direkt chasen und so weiter. Ja, ja. Ja. Cool. Du hast das Spiel auch schon gespielt. Ja, ich bin doch schon gespielt. Du hast mir erzählt, das am Krieg um Bosnien. Das ist inspiriert. Ja, die Developers haben sich inspiriert, um Bosnien-Krieg aus den 90er. Ja, also das ist eine ganz seriöse Atmosphäre. Das ist nicht lustig und nicht kitschig und so weiter. Ja, bist du so, ich bin da auch gespielt. Und du hast interessiert für deine Gruppe, live. Und du als Spieler kontrollierst sie eben einzeln, wie du willst. Switchen. Ja, du kannst einfach switchen, du siehst, ich will hier, geh du zum Beispiel, du gehst nur kacheln, weil die Leute nur Affinitäten. Du hast verschiedene, die können mehr drohen, andere sind wie sehr, andere Heere besser, die sind gefällt nicht. Andere sind stark, die können teils auch verteilt werden. Und Leute, die auch kacheln können, dann siehst du dem, geh du mal kacheln, während den anderen, du gehst schlafen an der Zeit, ihm geht es gerade schlecht, du gehst oben Buch lesen, für ein bisschen, mental auf den nächsten Stand rumzukommen. Ja, das klingt voll voll. Voilà, und das wirklich. Wenn ich für den Leuten auch stirbt, den hast du dann noch fort, ne? Ja. Der Tisch. Und die anderen, da können doch sein, dass die anderen zum Beispiel depressiv sind, wenn es nicht mehr geht. Ja, die reagieren auf den Dörfen. Ja, dann geht es hinten nicht so gut. Ja, was doch, das war, du hast wirklich ein bisschen mit dem Kämpfen. Du kannst auch, du gehst einfach so rundherum und dann kannst du dann ein Haus, wo ein Ela-Koppel lief. Ja. Und die sind so effektiv, du kannst raggehen und der Bob, der lebt einfach just nur und ihr seht da. Geh erst wegen Haus. Ja, geh erst wegen Haus. Wenn du Sachen klaust, klau nicht Medikamente, weil meine Frau drauf, ja, der weiß dann, was du so. Du kannst machen, was du kannst. Du kannst sie umbringen, du kannst ihnen alles klauen. Medikamente. Nee, ja, ich stund da los schon, du wärst.
Schwierigkeit nun durch sie überwinden, weil... Ja, weil du warst effektiv. Weil Frau lebt fort, sie verstoppt dich und hinaus die ganze Zeit, weißt du, das ist wirklich realistisch. Oder du brauchst auch Medikamente, weißt du. Kein schlecht Gewissen. Ja, okay. Wenn du bleibst, die kriegst kein schlecht Gewissen. Wenn du nicht mehr du, weißt du. Nein, ich bin aber auch ein Spieler. Ich kann mich da gut genug, dass ich da auch fliege. Wahrscheinlich nicht gegen... Ja, natürlich, dass wir spielen. Ich probiere immer noch die Realität. Ich probiere immer noch die Realität. Oder so Sachen, zum Beispiel die 10, das hat Auswirkungen auf deine Gruppe. Weil hier ist zum Beispiel, wenn der Charakter ein bisschen skrupellos aussieht, dann haben Jungen schnell Medikamente, was dann haben du. Und die haben froh, dann verhörst du sie. Und die wollen nicht drüber schwätzen. Das feiert dann zu einer ganzen. Oder du wirst, wenn der Personage zum Beispiel erst mal dein gutes Herz, dann schaut er zum Beispiel, dass ich Schmänglisch hatte, wo ich umbrüchte, bei meinem nächsten Playthrough. Weil immer nur gelernt habe. Oh, das war der Karl politisch. Nein, und zurück bei meinem Gruppe gesehen, mein Personage hört selber öfters, du hast ein Art Tagebuch von der Personage, wusste gesagt, haben sie denken immer, hört immer mal erwähnt, wie schlecht es sich fühlt, wie schlecht es ihm geht, dass sie immer mit Gesicht gesagt von dem Mann, und so, du kriegst auch dann nur schon, da hat er angedrückt, dass das ein Gehirn geht depressiv, und da sind leider auch Männer effizient, weißt du. Ja, nicht zu viel für das Spiel. Was den dazu nur nach Kasolen ist, dass man der erst beimacht, fügt das die erste Woche aus, wo das Spiel um App Store und auch um Android Play Store zu kriegen ist, also ein 33% Rabatt drauf, das heißt, der Kredit für 9,99 €. Das ist ein geiler Preis für so ein Spiel. Ja, das ist wirklich stark wert. Voilà, dann kommen wir zu einer echten beunruhigenden Nachricht für alle Dead Island-Fans. Dead Island 2 sollte ja eigentlich schon 2015 rauskommen. Golf, du schon ein Jahr verlöscht, ob 2016, unbestimmt Zeit 2016. Ja. Lo ist dann der Developer Jäger, den Fallout gelost wird, dass sie nicht mehr mit Deep Silver, das ist der Publisher vom Spiel, zusammen schaffen. Das heißt, momentan ist kein Developer, den und der Island 2 schafft. Das heißt, das ist nur indefinitely postponed. Boah, kann ja sein, dass schnell einen neuen Developer rausspringen und so, aber momentan ist es dann gewiss. Oh, das dauert dann auch ein bisschen. Ja, dafür, dass es schon so lange dauert. Das kann ja sein, dass es das schön ist, weil Dead Space finde ich, den einen finde ich okay von den Trailer und besser von dem Spiel. Ah ja, und den 2. Hast du nicht gesagt? Dead Space. Okay, nee, Dead Island ist schon. Der war auch cool. Wohl, Dead Island ist cool fand. Ja. Und das riecht mich ein bisschen auf, weil das schon die zweite Kehr des Tier, wo so etwas geschieht, wo wir wissen, hey, du gleich können, etwas Großes. Ich weiß nicht, bei der Saison, PT, St. Hills, weißt du, die ganze Geschichte da, auch im Apps, wo sie sich geschrieben haben, Spieler sitzen da, sich das Tor zu führen. Ja, ja. Leider aus und so, weil sie noch Leute schaffen, gell? Also, wenn sie sich ein Tor kriegen, was für sich was geschieht, dann muss das. Kann ich verstehen, natürlich. Aber Kaka! Natürlich was Kaka! Muss ich noch so in den Developer, sowohl wie den Publisher und allen zwei, Grün umgehen für was und Grün sind kreativ Differenzen, unterschiedliche Visionen vom Spiel. Das ist natürlich immer. Du siehst nicht als Skeptiker immer, also ich bleibe da immer ein bisschen so, ja, war der Eis so. Ja, das kann Publicity sein. Kann man alles sehen. Du hast einen Schlern, du siehst keinen. Das Käfer, wie eine Schlacht steht. Voilà. Natürlich, das ist ein neutraler Eis so zu das Spiel eben, wobei es vielleicht. Ja, okay. Also ich fand persönlich das scheiß für die Spieler, natürlich. Viele drehen sich auf der Tag. Muss ich mal aufhören, dann werden wir die nächste Woche noch nehmen, könnt ihr vielleicht dann eine Neuigkeit, wen das überhält, ob er die verfolgt. Ja. Das sehen wir ja dann alles. Und ja, dann am Schluss zu meiner echten Witzesnurricht. New Horizon heißt die NASA-Sonde, die lo seit kurzem beim Pluto in NRW ist. Und als fantastisch echt Bilder bringt von der Oven. Ja. Maja lo, als dann für alle Gamer eine interessante Nachricht rauskommen, und zwar die CPU, die an der Sonde dran ist,
dann ist die selbe CPU wie damals an der echten PlayStation. Ja, das ist auch cool. Ja, das ist cool. Ich sag dir, du schlägst erstens fraglich Signal. Ja. Und, ja. Und zweitens, okay, die PlayStation, mit dem. Du stehst da. Voilà. Der Steckdose aus Lograt beim Pluto. Nee, das ist schon lange in der Wehe, mein Sohn, das ist schon. Ja, ja, nicht mehr. Ich meine, es ist ein bisschen mehr, ne? Ja, das ist gut. Ja, ja. Ich meine, komm ja endlich mal. Sie hat bestimmt gesehen, wie das Foto kommt von Pluto. Schön ja. War, wie soll ich von allem was noch zu tun hatte. Das ist ja. Direkt erst den, heute den Mass Effect Scanning. Ja, ja, ja. Scanning-Grafik nachgehört, ja, ja. Also den Planet scannen. Das ist genial. Eigentlich, wenn wir tun, können wir doch abblenden. Ja, natürlich, als Science-Fiction-Fan frierst du dich über alle neue. Ja, natürlich. Du hast dein Leben Pluto. Für mich noch immer Planet. Nee, natürlich, ich bleibe immer Planet. Mich ist das Planet. Ja, ja, klar. Das war doch ich hab nicht schikaniert. Ich war auch bei dem Bild gegeben, wo sie am Anfang gesagt haben, wie sie die Zone fortgeschickt haben. Ja. Wo sie so zu puh für einen normalen Computer sitzen. Und dann, per Jahr oder no, wie sie dir noch nachher mal so gesagt, oh! Wie cool, aber. Ja, cool. Ja. Was ja. Du denkst, dass das Ding doch schon so lange noch. Ja. Das ist faszinierend. Ja. Das ist faszinierend. Ja. Wenn man, ja, wir machen auch eigentlich Ex-Hi-Fi-Sendung, jeden Fall kann ah, ja, man das schon. Ja, wir sind ja alle gut in Science-Fiction-Fans. Ja, das steht erst davor. So, dann geht es diese Woche auch leider ein bisschen eine traurige Nachricht zu sagen, denn Satoru Iwata, CEO und Präsident von Nintendo, ist ja leider verstorben. Denn Jimmy, du hast uns einen Bericht darüber gebracht. Was? On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Merci Jimmy für den Bericht. Was kann ich darüber sagen? Schön. Das, ja, das ist natürlich mega traurig. Ich meine, Nintendo war etwas, was mehr am Anfang alle gut gespielt haben, ja. Und mit dem wir auch gewusst sind. Und am Plus, hin, den Anfang, wie ihr selber so, der begeisterte Gamer ist, ja. Auch ganz viel Herz daran gelöst hat. Ja, und alles verändert. Du siehst ja, sehen, und von den vier Reiter von allem, was wir heute tun. Und wir ja, hatten ja auch mal das Sendung, wir haben wohl wahrscheinlich schon, weil ja. Das, was geschieht wäre, von hin, die den nicht an die Welt abbrüchen. Ja. Die ja. Also, ich war auch ganz maßgeblich zuständig für das Nintendo auf den Wegen aus für die Wii, auch für den Nintendo DS. Für die neue Innovation, ja. Für nicht Konkurrenz zu machen mit PS4, also ja. Respektive PlayStation und dann Xbox. Für nicht den HD und so weiter, dass das nicht am Mittelpunkt steht, mehr dass hier Innovation und hier Genre für Spieler. Das ja, kann nicht das, ja. Ja. Ein ganz anderes Ziel. Und sie noch bewiesen, sie haben sich durchgelacht. Ja, nein, sie sind respektiert von den Leuten. Weil sie bei denen bleiben, werden sie mehr. Voilà, ja. Das. Was sind die eigentlich so? Das ist ein bisschen sehr, das ist auch ein bisschen. Ja, ich finde es immer so und so. Aber trotzdem, wir spielen auch noch ja, Mario Kart. Ich gehe mir schon, wenn man ich privat nicht wirklich mit Nintendo im Moment spiele, wenn der neue Trailer für den neuen Zelda rauskommt, da flippe ich und da fühle ich mich wie ein kleiner Kind. Du suchst doch mal für die Runde etwas. Das lohnt nach der News dazu. Ja, weil ich noch kann, weil du am letzten Tag dann rauskommst, steht Lomol fest momentan, wen dann Interimspräsident ist. Und das sind zwei Leute. Ja. Und zwar den Shigeru Miyamoto, den ist ja bekannt, den aus Hamzisch für Zelda, dazwischen noch viel anderes. Mhm. Und den Takashi Tezuka.
Dat as een ziemlich unbekannten, so vom Num, was ja, zu viel Leute, die nicht wissen, ja, ja, wen er ist. Aber seit 1981 ist hier schon an der Firma, ja, und er ist immer zuständig gewesen für die Entwicklungsabteilung. Ja, ja. Hier war maßgeblich von der GameCube beteiligt. Ne? Voilà, weil er ist, ihr wisst schon, das ist ein Insider, also nicht voilà, so schnell. Also, es sind zwei Leute, die wissen, was sie machen. Ja, ja, das ist mal gut. Boah, das ist natürlich Interim. Sie mussten sich halt bloß neu formieren, neu ja, wo es hingeht. Natürlich. Du eh von hinten bleiben, am besten. Ja, mal an der Schlacht. Ja, ja. Gehen wir an der Schlacht. Nintendo gibt den alle wieder nach. Und sie geben sich natürlich bloß den anderen. Ja, ich hoffe, dass sie nicht zu viele Leute an der Schlacht haben. Ja, aber so ein Motto ist. Also, die vierte W, aber die war zwei. Ja, so lange. Die ist ja auch lange dabei. Ja, ja. Also, bald vor allem traurig, nur ich. Ja. Also, muss ich kurz denken, ein Hero unerkannt. Natürlich. So, ja, voilà. Dann, Hinke, du warst das Woche zuständig für den Beitrag von der Woche. Ja, also mein Beitrag von der Woche, der geht das Woche weil das geschehen so weit, das geschehen, aber wir sind zwar Mitte des Jahres, mehr Ende des Jahres, kommen Steam Machines raus. So haben Steam Link, Steam VR, Steam Controllerin. Und für den Einkauf ein bisschen zu erzählen, was das so ist, weil das so geht. Natürlich kann ich noch VR als größter Bereich, da gibt es auch andere Konkurrenten, die werden schon noch annehmen. Und ich habe auch so einen kleinen Beitrag für euch zusammengefasst, auch für die Leute best, gerade für euch. Gut, dann und das ist so für mal verlassen. Du hast Jimmy auch oben. Ah, ja, ja, ja. Okay. Ah, Jimmy. Die Leben. Okay, lass. Der nächste Teil vom Beitrag ist ein bisschen mehr Steam gewidmet, weil Ende des Jahres könnt ihr hier neue Steam Machines samt VR auch Controller raus. Heute sieht im Moment der Controller, den auf den ersten Blick bist du wie ein üblicher Mann ausgesehen. Schließt mal Unterschied, dass wirklich auch Handdruck knappischer sind und er noch zwei Touchpads hat. Auf der linken Seite ist natürlich mehr wie ein D-Pad, wo ihr natürlich auch drauf drücken kann, auf der rechten Seite ist sicher ein Touchpad. Dann könnt natürlich auch das Steam Link raus. Und das ist nicht mehr, wie ein stinknormales Streaming-Device, den PC-Spieler auf dem PC direkt auf dem Fernseher kann streamen. Vorausgesetzt, das ist natürlich auch ein fetter Computer. Dabei kommen dann die wichtigsten Sachen noch mal raus: Steam Machines. Steam Machines kriegt ihr von AMD, Asus, Zotac und natürlich auch von Alienware. Und das ist nicht anders wie ein stinknormaler Computer, wo auch einfach just ein Hardware verbaut gehen hat. Natürlich kann man sich die Zusammensätze lösen, so wie nicht gerne wollen, man kann sich Sachen noch schicken lösen, für selber zusammenzusetzen. Dabei kommt natürlich auch der Steam OS raus, den ist auf Linux aufgebaut, aber viel ist noch nicht darüber bekannt. So, der Fokus von diesem Beitrag leider aber mehr um VR, Virtual Reality. Dafür fängt man direkt mit der HoloLens an. Da kommt mit der E3 schon die erste richtige Demonstration zusammen mit Minecraft. Ähnlich wie bei Oculus, am Morpheus und auch bei den Projekten projiziert HoloLens das Hologramm einfach direkt auf den Welt, wie du gesehen hast. Lokalisierung am Raum lief dabei auch ganz über HoloLens selber, das fehlt quasi kein Kamera, kein Tracking-Device. Was den Sound angeht, den ist auch direkt am Headset verbaut. Das ist zwar schon der simulierte Surround-Sound, aber da fehlt es ein Zweck. Natürlich ist auch ein Mikro für Spruchsteuerung dran und eine Kamera für Sharing. Was natürlich ganz interessant ist mit der Kamera für Sharing, wo man keine Konferenzen aufhalten. Sein Bild direkt mit anderen Leuten sharen und zusammen und irgendetwas schaffen. Der Preis und der Release-Datum sind bis jetzt aber leider noch nicht bekannt. Der nächste Kandidat ist ein HTC Vive, oder besser bekannt als Steam VR. Der geht zusammen von Valve, mit HBO, Lionsgate und Google entwickelt, also schon Ende des Jahres für den Normalverbraucher zugänglich sind. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Valve da auch hier Steam-Machines und Steam-Link rausbringen. Der Preis vom Headset ist dabei leider noch ungewusst. Der Bildschirm wird eine Ablesung von 1080 auf 1200 Pixeln, also mit konstant 90 FPS laufen. Das Sound lief heute über den externen Quell und muss über den Jack angeschlossen gehen. Dann haben wir natürlich den All-Time-Favorite Oculus, das bekannteste. Der soll 2017 mit einem geschätzten Preis von 300 Euro rauskommen. Pre-Orders kann ich natürlich dieses Jahr auch schon aufhängen. Wenn ihr sich das Change-Check will kaufen, kriegt ihr direkt auch einen Xbox One Mann dabei. Ja, der hat richtig helfen. Xbox One kann Spieler direkt an den Headset streamen. Hier lief Lokalisierung aber leider über den externen Gerät, eine Kamera und den Oculus Touch. Ein
als Nachtchainsteck als Project Morpheus, das von Sony entwickelt wird und auf Anfang 2016 soll rauskommen. Der Preis hierbei wird zwischen 300 und 400 Euro geschätzt. Das Flugmaschine ist mit einem 1080p OLED-Display bestickt, dem mit Chainen 120 FPS laufen soll. Der Sound muss hier aber auch leider separat drauf gespielt gehen über den Headset oder einen Jack. Den Tracking lief hier auch über deine externe Kamera, die den Headset bis zu 1000 Mal an der Sekunde tracken soll. Die Ideen im Headset sollen die Lokalisierung dabei natürlich auch noch mehr einfach machen. Spieler können mit der klassischen PS4-Manette gespielt gehen, die natürlich auch einen Bewegungssensor haben und durch den Loot auch von der Kamera erkannt können gehen. Das ist ja ein ganz interessanter Beitrag gewesen, ich denke. Kannst du das danach dazu erzählen? Naja, wie du ja im Video hören hört, das ist schon so weit. Ja, ja. Das ist das nächste Jahr, das Jahr. Den HTC Vive und Steam. Ja. Ich fand die Mensch cool, also die Sachen. Was das noch was? Das ist natürlich auch noch eine Kanne schlappen. Ja, natürlich. Wenn ich aber zum Beispiel, wenn ich so gesehen habe, den HTC Vive, eine alte Kamera, dann würde ich aber denken, also, das sieht alles top aus, wie von einem Foto geht. Was meinst du? Dann hörst du lachen dran. Ja. Weißt du, das sind eben die Sachen, die ich halt so denke, wenn ich so Sachen sehe, die präsentieren, die waren genial, das ist alles top. Aber du musst am Anfang immer ein bisschen selber nur darüber nachdenken, für dann zu fangen. Ja, was du denkst, die Sachen, die sie weil die Weide doch. Geil. Ja, das ist schon allein, wenn man Headset geht, wird wahrscheinlich nur noch mal so zwischen 300 und 400 Euro gekauft. Ja, ja, ja. Schüsse den Headset. Ja, ja. Aber dann ist es bei verschiedenen, hat man auch gemerkt, die haben kein Ton dabei. Ja. Das heißt, du musst das schon nach separat rausstechen, also du musst nach einem Headset tun. Bei Morpheus, du musst nach selber hin tun. Ja, aber das ist ja, das ist ja. Okay, das ist ja okay. So ne? Sagen wir, das ist ja okay. Der Preis ist ja noch nach einem Blutreifen, wenn auch nur nach Sound dabei wäre, ja. Soll natürlich. Ne? Natürlich, ja. Wie du so siehst, wenn du beim Vive, du hast ja auch die Kamera dran. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die nachher noch wirklich so weit ausgesehen. Dort scheint ein ziemlich finales Probi zu sein. Mir lebt im Moment noch immer in der Developers Version. Ja, das ist ein Prototyp. Das ist genau wie den Oculus, war ja auch über die riesige Kiste. Ja, das ist auch schon viel schick aus. Ja, ja. Habe ich schon auch so gelöst, dass für Leute, die getestet haben, dass sie den plus mal finale Produkt von Oculus, den wir sehen, dass es noch viel mehr komfortabel ist, schon mittlerweile zu drohen. Und das auch, was viele Leute die hatten, die getestet haben, oft relativ schnell, zum Beispiel Kopfwegrouten oder das Runke waren, sodass das auch viel, viel besser wäre. Ja, aber das sieht man dass du das ja, das ist natürlich ein enttäuschtes Ding. Ja, du warst natürlich direkt. Ja. Wenn du auch schließlich Ruhe musst, dann fällst du an einem Spiel. Da warst du direkt. Ja, das kriegst du. Ich kann mich daran erinnern, nur am Anfang, wo das ganz neu war, und Leute viel zu Achterbahn-Video. Ja, ja. Ja, das ist wie wenn du drehst, ne? Dann mischt der Körper, geht er ja auch direkt. Ja, das ist die Signal, was reicht. Ja, ja, ja. Okay, das ist auch so. Also, ich fand das ziemlich cool für ihn allem, weil ich gerne Horrorspieler spiele. Ja, das ist ein ja, du hast die krass. Selbst wie PT oder so, man auch bloß. Das ist ein Footigo, effektiv, also das von HoloLens oder alles, das bringt, was es soll bringen. So jetzt hast du zwar mittlerweile ein bisschen nach der Klänge, du hast ein riesen Lens, du hast deinen kleinen Fokus, wo es dir gesagt hat, du hast einfach so viel Zeit. Ich weiß, du kriegst das richtig an den Griff, ja. Dass du den peripher View auch hast, und dann spielst du immer ein Horrorspiel. Ja. An Ding im Haus. An Ding im Haus. Das kann man. Das ist der andere Engel. Wie krass. Ich finde schon mal ein bisschen dumm, das zu machen. Ist das? Was du gerade gesagt hast. Ja, nein, aber ja, ich habe auch noch gesehen, Minecraft, das ist der cool. Der HoloLens muss ich so ein bisschen zu der E3, wo sie die Minecraft-Ding gewesen sind, war ich dumm, so auf, kleine Spielerei. Wo ich stark gesehen habe, war ich so, okay, ich verstehe, was der Reiz dabei ist. Der Reiz dabei ist, aber du musst immer bedenken, wahrscheinlich wie sie es gemacht und für das mehr gesehen, was ihr gesagt habt. Das ist eine Share-Funktion, weil mit der Kamera kannst du dann sharen. Weil du dann noch, ich schaue dir ein Video, das ist schon geil für Konferenzen, wenn du zu Korn im Raum stehst. Ja, und du prophezeierst selbst und du sharest ab den Namen und kannst zusammen. Ja, tut nicht nur am Gaming. Du hast auch gesagt, zum Beispiel wie Doktoren und so weiter, die können dann eventuell Patienten diagnostizieren und so weiter über Distanz, am 3D und so weiter. Also, das ist natürlich immer so viel. Was das geil machen. Wenn sie das Haus bauen und ich möchte mir das Wert nicht erklären, dann ist das ein Umfang von einer neuen Phase von allen Spielen. Von der Technologie war also, das ist Wahnsinn. Wobei ich sagen muss, dass von all denen, wir haben schon mal ein bisschen darauf geschaut, also vom Prinzip her, als HoloLens zwar mein Favorit. Ja? Ja, das ist nicht, weil es
bei dem anderen, das ist natürlich auch dein Brille natürlich. Aber du warst wirklich schon an dem Spiel dran. Weißt du, du bist schon dran. Bei der HoloLens. Ah, ja, ja, ich verstehe das. Im Prinzip ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, ja, ja. Das ist immer dein VR mit einem ganz anderen Aufwendungsbereich. Ja, HoloLens ist für sich echter AR. Ja, in dem Sinne schon. Augmented Reality. Ja, in dem Sinne schon. Ja. Mit das vom Prinzip her fand ich mehr interessant, aber praktikabel, wie du ein Morpheus oder ein Oculus. Ja, ja, ja. Beispiel so, das Ganze geht vielleicht einfach darüber rein, das ist mein normaler Brill. Oder ja, also Kontakt. Das ist schwer zu von über 10 Jahre, über 10 Jahre, 20 Jahre. Das hängt aus, wie das so ausschlägt. Ne? Ja, ja, ja. Wenn du rechte Knüller gibt, dann wird das ja immer besser gehen. Ne? Das ist nämlich schon der Film, wo man wusste wirklich, wo sie dann noch. Ich weiß nicht, wie ich Surrogate. Ja, Surrogate. Für sie Roboter. Ja, sie steuern die nach ran und sie gehen dann Roboter und gehen dann mal rein. Hallo, Thomas, da müsst du heute Leute Angst über die Zukunft. Nee, nee, aber Maschine kommen, der kommt nicht mehr. Das, das. Maschine kommen. Nee, war doch cool, als wenn Joey Mans fortfahren, wenn du dann die Wohnung guckst und du bist dann da. Deine Fernseher in der Mauer, was weiß ich was, du bist dann die super schöne Wohnung. Aber dann, was selbst ist, ist es so nein. Ja, das ist einfach so, ja. Keine Ahnung, das ist dann einfach nicht so viel. Aber ihr habt Devin Fluchen, einer seiner. Ah, ich meine, das haben wir echt ein bisschen klein hier, ne? Guck ich, vielleicht noch mehr jung, leider ist es noch. Ah, da geht ja die Pieps mal rein. Ja, ich geh so. Was hast du denn, das heißt, Fluch ist? Das ist schon so, und ich weiß nicht. So, ich Voilà, das war ein interessanter Beitrag. Der Mike sieht euch so noch ein bisschen, was aus heuer in der Woche so lebt. Ja, also für allgemein ein bisschen über den Channel zu schwätzen, den wir nur vier holen, an dem wir am Funk wirklich haut mit dieser Sendung starten. Gell? Die Idee also, ist ja für kurz kommen in der Sendung noch bin gesagt. Und, voilà, aber da war noch keine Wahl. Die natürliche Innovation, dass man auch das hier ein bisschen besser für euch können machen. Was wir haben, auf alle Fall, den Channel, das ist der YouTube-Channel, den wir haben, In Fact Plays Games. Da haben wir all da ein neues Video. Das ist, wir versuchen erst quasi all da mit etwas Neues. Und wie dann der Junge ist, die aus dem ich folgen muss. Und der ist, wir fangen nun mit Main, das machen wir den Shitpit. Den haben wir so genannt. Shitpit aus End geht in. Okay, und so direkt, wie der ungefähr so ausgesagt, das weiß ich nicht, wo heute. Ungefähr so wie ich das K4 stellen. Das wird dann alle Wochen nachher sehen. Das heißt, wir spielen am Anfang gehen, nehmen, gucken ein bisschen, wen er war, wir gucken, wer von uns die Besten ist. Wo am Allgemeinen. Ne? Aber dann danach, wenn wir fertig sind, dann natürlich können wir auch einen gehen, der spielen oder gehen durch. Okay? Der kann erst melden, füttert uns raus, der kann sogar das Spiel so und dann guckt man das ganz umgesetzt kriegen, dann kann Infect Plays Games kann ich dann rausfüttern. Infect Plays Games goes public. Das wäre immens cool. Ja, dann Dünsch cool. ist dann mein Video über die Konsolen. Und ja, das schreibst du mal allgemein über Konsolen, was lohnt Dünsch, die können sonst echt noch nicht. Da könnt ihr einfach rausklicken kommen. Dann Mittwochs ist dann den Hinkel. Hinkel drum auf PC. Das Woche, ich meine, Game Review. Ja, so ohne nicht, wir gucken, also, gesehen, dass das auch klingt, gell? Dann Donnisch ist das Mobile Games mit Jimmy. Den Jimmy. Nice Jimmy. Er mischt Mobile Games, das heißt, er guckt Apps, Spieler auf der App. Und wird die kommentieren, wird vielleicht wahrscheinlich erst aufroden oder aufroden, den zu spielen. Noch immer dann frei, dass der PJ drin rum. Mal ein PC-Game oder mal PC-News. Dann als Samstags, das ist Battle Day. Da machen wir, da spielen wir alle Leute gegen ihn. Und das ist eine Comedy, was wir spielen. Also war voll flott zu gucken. Und dann, als uns wie gesagt, halb acht, könnt als Sendung Drehstart. Was aber noch muss gesagt gehen, ist, dass wir auf unserem Channel werden in Englisch schwätzen. Und das ist ein ganz einfacher Grund. Wir haben hier in Lützburg einfach so viel Sprachen und wir wollen aber Jid verreden.
hier erreichen können. Das heißt, wir schwätzen Englisch aus sich quasi vier. Sie so, erstens schwätzt das Internet ja Englisch, wisst mal, und für das Schiedfreund versteht. Okay, wir schwätzen zusammen vielleicht noch ein bisschen nicht so gut Englisch, wie das der so viel mal zurück hat, kein, aber wir gehen das mit. Das geht ja. Für das man Friedfried versteht, ich meine, das ist die Hauptsache, das ist alles ein Ding. Und die Show hast du für aber extrem auf Lützebüsch, ja, weil wir ja Lützebüsch gut ansehen. Was die Show betrifft auch, was wir doch noch viel mehr vier haben, wie gesagt, das heißt die erste Sendung, wir haben viel Präparation gehabt, aber was wir natürlich auch noch werden anbieten, als Gewinnspieler, werden wir ab, ja. Nächste Woche oder ich werde nächste Woche haben, dann hat sie ganz viele Sachen gewonnen, was wir auch noch werden, nun die Beiträge außerhalb von diesem Rennen. Ja. Ne? Aber was wir hier gemacht haben, das soll ich schon nicht. Okay, auf jeden Fall, wir probieren mehr draus zu machen. Auch wenn ihr uns wirklich unterstützt und dabei seid, ihr könnt kommentieren, ihr könnt uns kontaktieren über unseren Twitter, den wir erst werden abblenden. Und ja, hallo. Voilà, und ich meine, wir sind immer froh, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen, wären wir uns froh. Also schreibt uns Kommentare drinnen oder schreibt uns eine E-Mail. Die man auch werden in den K.O. blenden, vielleicht sogar auf die Drusche mit Twitter oder so. Hallo. Guck mal, was ich meine. Jimmy, Mann, Ah, ich möchte mal. Auf jeden Fall, so viel zu unserem Channel. Bei den Personen, als wenn der selber irgendetwas mit Gaming zu tun hat, sie wird am Development oder sonst irgendwie mit Spielern zu tun hat, dann meldet er sich ruhig bei uns. Wir geben euch gerne als ein Video und für da vielleicht ein kleines Interview oder so zu machen, wo ihr Sachen könnt präsentieren. Also wir wären ja, da wären wir ganz froh. Ja, erst ein bisschen. Wir probieren das Ganze auszubauen für das Lützburg auch mal. Eine kleine Gaming-Show heute. Immerhin sind da auch viele, die du weißt, sind. Ja, ja. Und genauso passionär über Videospieler schwätzen wie mehr. Voilà. Voilà, das war's das schon. Voilà, ja, das war das für das Woche. Wir sind froh, dass ihr da seid, dass ihr uns nur guckt. Alles hat Spaß gemacht, also mehr hat Spaß gemacht. Ja, mehr definitiv auch. Voilà. Das war okay. Das war okay. Ja. Und ja, voilà. Das läuft nicht mehr viel zu sagen. Also ja. Adi da. Also ja. Adi schaut nächste Woche an, wenn er drin heißt. Drick start. Drick start. Alle, ciao, ciao. Okay. Ciao. Thank you.